Was ist eigentlich eine Staatsgrenze? Das Völkerrecht sagt, Grenzen umgeben ein Staatsgebiet, also den territorialen Raum, über den ein Staat die Hoheit hat und seine Staatsgewalt ausüben kann. Neben dem Land können das auch Küstengebiete sein. So hat Deutschland auch auf dem Meer Grenzen, in der Nord- und Ostsee. Dort sind sie genau 12 Meilen von der Küste entfernt. Ein Großteil der politischen Grenzen verläuft durch die Natur. Man nennt sie deshalb auch grüne Grenzen. Oft bilden schwer überwindbare Hindernisse wie Gebirge, Wüsten, Flüsse oder Meere die Grenze. Beispiel: Deutschland und Frankreich sind durch einen großen Fluss getrennt, den Rhein. Die grüne Grenze zwischen Italien und Österreich ist ein großes Gebirge, die Alpen. Andere Grenzen werden von Menschen errichtet und schwer bewacht. Zum Beispiel die frühere deutsch-deutsche Grenze, eine schier unüberwindbare Grenzbefestigung, genannt die Mauer. Keine neue Idee. Die chinesische Mauer, bis heute das größte Bauwerk der Welt, bauten die Chinesen schon ab dem 7. Jahrhundert vor Christus. Insgesamt ist sie über 21.000 Kilometer lang, mit vielen Türmen, in denen Soldaten Ausschau nach Feinden halten konnten. Geholfen hat das aber nur wenig. Nicht nur Genghis Khan und seine Truppen haben sie mühelos überwunden. Auch die Römer haben im 1. bis 6. Jahrhundert nach Christus mit dem Limes ein gigantisches Grenzsicherungssystem angelegt. Mit etwa 550 Kilometern ist es das größte Denkmal Mitteleuropas. Doch auch der Limes musste bewacht werden. Und als die Römer nicht mehr genug Geld und Soldaten dafür hatten, mussten sie den Limes wieder aufgeben. Weltweit beträgt die gesamte Länge aller politischen Grenzen ca. 250.000 Kilometer. In der Regel werden Staatsgrenzen durch Grenzverträge mit den Nachbarstaaten festgelegt. Doch Grenzen sind umstritten und sie ändern sich auch immer wieder. Dafür sind häufig Kriege der Grund.